Den Trick habe ich mir ausgedacht in Italien. Ja, oh, herrlich hier vorne. 5:10, schon besoffen. Das ist ja toll. Schön. Hey, es funktioniert. Hey, wow, was für ein toller Applaus hier für mich. Dankeschön. Ja, gebt alles. So, 7 Bälle. Für die Leute da hinten, die schlecht gucken können, 10 Bälle. Alle kommen hinterm Rücken, ihr könnt klatschen, wann ihr wollt. Ja klar! Oh, sehr spontan schon wieder. So, noch ein Rekett drauflegen hier. An dem Trick hat mein Orthopäde schon viel Geld verdient. So, einfach mal Stimmung machen hier und da geht's auch schon direkt weiter. Den nächsten Trick, meine Damen und Herren, den habe ich mir im Urlaub ausgedacht. Ich war im Oktober in der Türkei gewesen, da fahre ich immer hin. Türkei ist mein Lieblingsurlaubsland. Jetzt kommt der türkische Trick. Der türkische Trick heißt der Hülyköpter. Das war der erste Witz heute. Aber kommt nicht wieder vor. Ja, meine Herren, das ist eben live hier. Ne? Wenn Sie mich blöd finden, können Sie nicht umschalten. Ne? Da können Sie jetzt nichts machen. Ne, wenn Sie Kultur wollen, können Sie einen Joghurt essen. Ne? Oder sind Sie hier bei mir falsch? Der Trick heißt große Koalition. Hin und her und hin und her und hin und her. Hey! So! Ja! Große Koalition ist sowas wie Fußpilz. Keiner will das haben und trotzdem gibt's das. Ne? Aber ja, ist doch so, ne? Jetzt kommt ein sehr brutaler Trick. Der nächste Trick, das ist ein fernöstlicher Kampfsporttrick. Ich war ja in China gewesen, im Mai, und die halten sich für sehr schlau hier vorne, ne? Ja, die wollen sich ein bisschen wichtig machen, aber ne, ich bin ja viel unterwegs, deswegen kommt jetzt für Sie hier in Goch der chinesische Trick, Kampfsporttrick, der Trick heißt Jonglage à la Bruce Lee. Okay, oh, hopp, da, tack, 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 yay! Ja, so schön, ja! Hey, wo gehen Sie denn jetzt hin? Ich bin auch nicht abgehauen, als ich Sie gesehen habe. Jetzt bleiben Sie noch hier! Für einen meiner besten Kumpels, Sie kennen ihn nur aus dem Fernsehen, er ist ein Freund von mir, der Seppel, ne, also Josef heißt er, ne, Ratzinger, den kennen Sie vielleicht, das ist ein Freund von mir und der ist jetzt umgeschult und der lebt auch im Zölibat, ne, das heißt, der hat nur Hefte. Und der Trick ist für Sie, aber besonders für meinen Kumpel, seine Heiligkeit, der Benedikt. Oh, das ist er noch nicht. Das kann ja jeder. So, für seine Heiligkeit. Hopp, 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 hopp. Ja! Seine Heiligkeit. Da sind ein paar evangelisch, den erklären wir den Gag später. Hopp. Moment, Moment, Moment. Kleines Problem. Großes Problem. Ungefähr 30 cm groß. Der Sattel, Mensch, der Sattel. Oh Mann, falsche Hose an. Oh, okay. Ja, ich bin auf, Leute. Oh, aus dem Weg. Ihr Nachwuchspunker. So, schnell weg. Ich kann ja nicht so gut. Moment. Hallo. Ist keine Absicht. So, hier sitzen auch noch welche. Keine Angst. Das muss so sein. So, Kinder, pass auf hier, gestern hat ein Kind in der Kette 3 Finger verloren.
So, aus nicht. Mach's. Boah, ich fahr sonst nur Autobahn. Ich bin ja gar nicht gewöhnt hier. So. So, alles klar. Meine Damen und Herren, liebe Landeier, wir. Auch der Sattel, oder? Das ist das Modell Eierpfeile, glaube ich. Hey, 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 everybody, clap your hands. Hey, hey, so ist gut. Denkt einfach, ich wäre Robbie Williams oder so. Genau, und nicht schneller werden, sonst komme ich durcheinander. Okay, keep going, es geht los. Oh, hey, 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 alle, hey, 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 hey. Hey, Spitze, hey, 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 Moment mal, wow, komm, einen noch und...